Parkinsons Gesetz und Peters Prinzip wurden von Dr. Schmidt dargelegt. Arbeit ist ja mal für uns, die wir jetzt hier sitzen oder stehen, ist ja was ganz, ganz Schönes, Bereicherndes. Aber es gibt ja durchaus Menschen in einem Betrieb. Hier ist es jetzt also der Herr A, so nennen wir ihn jetzt einfach mal, der ist in einem Betrieb, arbeitet dort und ja, sagen wir mal, ist so um die 50 Jahre alt und hat natürlich auch schon lange an seinen Ruhestand gedacht. Das tut er schon lange, seit 20 Jahren mindestens, arbeitet in einem großen Betrieb, mit vielen Bürokraten. Und der Herr A, der ja, hat jetzt so einfach so ein inneres Gefühl und beschreibt es, könnte das so beschreiben, dass er sagt, ich fühle mich einfach überfordert mit meiner Arbeit. Welche Möglichkeit hat jetzt der Herr A, letztendlich wirklich mit dieser Überforderung umzugehen? Das ist ja eine ganz legitime Frage eigentlich. Welche Möglichkeiten hat Herr A? Also er hatte einen Vorgesetzten, also er ist nicht der Chef der Abteilung, aber er ist schon hier einer, der in der hierarchischen Struktur relativ weit oben steht. Und er könnte ja eigentlich zu seinem Chef, könnte er eigentlich gehen, der Herr A, und könnte den Chef einfach um einen Auflösungsvertrag bitten. Also könnte er sagen, also er geht zu dem Chef hin und bittet ihn also hier seinen Vertrag aufzulösen, weil er einfach sich überfordert fühlt. Wäre eine normale Möglichkeit, mit 50 zu sagen, ich höre jetzt einfach auf mit dem. Aber das wird er nicht tun. Welche Möglichkeit hat er noch? Er könnte seine direkten Kollegen in seinem Büro, könnte er ja um Hilfe bitten. Also könnte ihm sagen, ich fühle mich grundsätzlich mit meiner Arbeit überfordert, der Herr A. Könnte hier also den Kollegen B bitten, ihn zu unterstützen bei der Arbeit, wird er nicht tun. Warum wird er das nicht tun? Das ist einfach, naja, in diesem Naturell, ehrlich zu sein und wahrhaftig zu sein, wird er nicht so ohne weiteres einen Kollegen bitten, mit ihm die Arbeit zu teilen. Nein, er wird vielmehr was anderes tun. Er wird eigentlich die dritte Möglichkeit wählen, und zwar zu seinem Vorgesetzten gehen und ihn dann bitten, Assistenten zu bekommen. Also Assistenten, das heißt hier den Herrn C. Wie viele Assistenten wird er denn nehmen? Also er wird also, wenn er seinen Chef fragt, sagen wir mal, er nimmt jetzt nur einen Assistenten, dann wird er mehr Schwierigkeiten bekommen, als er es eigentlich sich wünscht. Weil er muss ja letztendlich dann die Arbeit, die eigentlich nur für ihn da ist, wird er ja verteilen müssen auf sich und auf seinen Assistenten und wird im Rahmen dessen einfach dann die Arbeit auf zwei Personen verteilt haben. Und das macht natürlich seinen Assistenten zum dritten Konkurrenten. Also wenn es darum geht, beim Chef gut dazustehen, dann wird natürlich der Chef, also aus der Sichtweise des Chefs, hat er natürlich dann hier zwei Kollegen, die gleiche Arbeit tun, und das wäre für ihn also schwierig. Also er wird eigentlich eher mehr Assistenten wollen, zwei oder vielleicht sogar drei Assistenten, und er hat dann natürlich jetzt im Rahmen dessen hier eine sehr gute Möglichkeit, weil er eigentlich die Arbeit, die er, es ist ja immer noch die gleiche Arbeit, mehr gesagt, weil er die Arbeit, die er eigentlich vollziehen will, auf drei Personen verteilen kann. Das ist eigentlich eine sehr interessante Konstellation, weil er ist seine Arbeit los letztendlich und muss nur noch dafür sorgen, dass diese drei Personen die Arbeit auch wirklich tun. Ob sie das jetzt wirklich machen, das ist wieder was anderes. Aber er wird eigentlich mehr oder weniger dafür sorgen müssen, dass diese drei, und das ist sein Vorteil, den er speziell davon hat, dass diese drei eigentlich gar nicht verstehen, um was es geht. Also er muss sie eigentlich mehr verwirren, als dass er sie jetzt wirklich ordnet, weil er will ja auch nicht, dass diese drei irgendwann mal an seinem Stuhl sägen, weil er denkt ja an den Ruhestand, und der Chef da drüben, der wird ja auch in zwei, drei Jahren in den Ruhestand gehen und er wird ihn ja beerben, und das ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit für ihn, dafür zu sorgen, die Arbeit mehr oder weniger zu verwirren. Und natürlich ist es so, dass dann auch als nächstes dann die Person C oder D oder E, es wird da ja genauso weitergehen. Also diese Person E zum Beispiel wird ja auch irgendwann bei ihm anklopfen und wird sagen, diese Arbeit, die ich mache, es geht im Prinzip wieder von vorn los. Er wird also hier immer mehr Assistenten haben, und letztendlich ist es dann so, dass hier sieben Flaschen auf dem Tisch stehen, die letztendlich ein und dieselbe Arbeit tun. Die Konsequenzen im Praxisalltag beschreiben Kinderärztin Dr. Pritschklenk
und ein Sachverständiger für Softwareanwendungen im Bereich Medizin. Also wir haben eine Schürfwunde. Wir versuchen das mal hier einzugeben. Genau. Mhm. Na, multiple Schürfwunden sind das aber irgendwie nicht. Wir suchen mal was anderes. Wir gehen in unsere EDV und lassen ihn suchen. Ich finde das nicht, was du hattest. Hier Thorax. Spricht Ihre EDV. Sie müssen das schon genau kodieren, damit Sie keinen Regress bekommen. Es dauert aber, bis ich das finde. Woher soll ich denn wissen, dass ich Schürfwunde an der unteren Extremität Höhe nicht näher bezeichnet eingeben soll? Das kann sich doch kein Mensch merken. Das müssen Sie wissen. Und hier spricht nochmal Ihre EDV. Haben Sie einen Verdacht oder ist das eine gesicherte Diagnose? Linkes Bein oder rechtes Bein? Welches Bein war das denn jetzt noch? Dein rechtes Bein. Okay, stimmt, ich seitenverkehrt. Okay, wir geben mal das rechte Bein ein. Der Computer sagt, Sie haben Ihre Karte nicht abgegeben, aber ich hoffe, wir kriegen Ihre Versicherungskarte bis Ende des Quartals. Können Sie das selber verbinden in den nächsten Tagen? Dann würde ich Ihnen noch eine desinfizierende Salbe aufschreiben. Oder kommen Sie hierher zum Verbinden? Ich will nicht hierher. Das machen wir zu Hause. Ja. Ich mache das zu Hause. Ja, dann muss ich jetzt gucken, welche Salbe ich Ihnen zum Desinfizieren aufschreibe. Es war ja schon so ein bisschen eiternd, weil die Wunde war ja nicht mehr ganz frisch. Versuchen wir mal eine Jodsalbe zu finden. Meinen Sie, meine Software hilft mir? Ihre Software hilft Ihnen, aber Ihre Software hilft Ihnen nicht bei der Altersgrenze. Denn die ist ja immer wieder... Ach, du grüne Neune, jetzt bist du ja schon 12. Achtung, Sie rufen ein Kassenformular für einen Privatpatienten auf. Wollen Sie wirklich fortfahren? Um Gottes Willen, nein, ich kriege einen Regress. Ich muss Ihnen eine Privatrechnung stellen. Das blaue Formular ist drinnen. Okay, ein Privatrezept. Ich suche das Billigste aus, falls Sie eine Selbstbeteiligung haben, die vielleicht doch... Kann ich das nachher noch einreichen bei der Kasse? Sie können das dann einreichen. Und dann, je nach Ihrer Selbstbeteiligung bei der Kasse, bekommen Sie das zurück. Wir schauen mal. Ich finde die kleinste Packung, Salbe... Wollen Sie 25 Gramm oder 100 Gramm oder 250 für den nächsten Unfall? Kann man das immer wieder benutzen? Ja, das ist mindestens ein Jahr haltbar. Also gut. Nehmen wir die große Tube, oder? Hier spricht nochmal die EDV. Sie haben ja gar keinen Preisvergleich gemacht. Die Preise ändern sich doch 14-tägig. Wie kriege ich das denn raus? Sie müssen nochmal in die Arzneimitteldatenbank gehen. Wie finde ich denn das, um Gottes Willen? Shift F3. Und dann auf Vergleichen. Auf Vergleich. Oh, Gott sei Dank sitzen Sie hier neben mir. Und da sehen Sie direkt nach Preis sortiert. Also wenn ich 10 Euro Ersparnis. Also wenn ich Beta-Isodonna-Salbe nehme, zahle ich 17,91. Wenn ich aber PVP-Jod-Aljut-Salbe nehme, das sind immer die billigsten, 4,08 Euro. Dann nehmen wir das Billigste. Nehmen wir die Billigste. Wie ist das eigentlich passiert? Ich bin doch die Treppe runtergefahren. Aber der Hund dich gejagt hat. Hast du den Hund vorher geärgert? Nein, das war so ein blöder Hund, der... Dieser kleine... Kuschelhund, der ist so blöd. Ja, wahrscheinlich, das war nur ein Hund vom Nachbarn, dann wird es noch komplizierter, oder? Oh, dann darf ich das ja so überhaupt nicht abrechnen, weil dann ist das eine Haftpflichtsache. Genau. Stimmt, dann müssen Sie eigentlich jetzt bei Ihrer... Oh Gott. Sie müssen... Ja, der hat einfach... Ich muss das melden als Unfall. Der hat die Tür einfach aufgelassen, dieser blöde Nachbar. Also und da kam der Hund und hat mich fast gebissen. Genau. Ich melde und dann bin ich weggelassen. Wissen Sie... Das ist so ein kleiner Pöhler. Ob er überhaupt dran haben wir dann mit zwei verschiedenen Sachen. Das war doch so ein Kampfhund. Baxer. Nee. Baxer. Baxer. Ein. Also wir melden der Siemens BKK, Boxer. Dass es ein Unfall war. Die melden sich dann bei Ihnen. Dann müssen Sie feststellen, welche Haftpflichtversicherung der Hund hat. Können Sie das machen? Ja. Sie wissen, wo der Hund wohnt. Ja. Dann stellen Sie bitte fest, ob der eine Versicherung hat, muss er ja als Hund eigentlich haben. Und dann wird es über die Versicherung abgerechnet. Hunde, die Hunde, die wohnen bei ihren Herrchen und Frauchen. Ich habe dir ja immer gesagt, wir wollen keinen Hund haben. Aber dieser Unfall war wirklich zu Hause. Er war nicht in der Schule. Nein. Ach Gott sei Dank. Sonst hätten wir doch noch einen D13 Unfallbericht machen müssen. So ist es wenigstens ein bisschen schade. Aber es war auf dem Weg nach Hause von der Schule. Oh, und was? Jetzt geht's nochmal los. Wir machen einen D13-Bericht zulasten der Berufsgenossenschaft für die Schulen. Aber hier spricht nochmal die EDV. Dann muss doch die ganze Abrechnung noch einmal getauscht werden. Und wir müssen doch alles neu dokumentieren. Stimmt. Wir müssen das Rezept auch neu schreiben. Ich muss das Rezept neu schreiben. Ich darf Sie nicht nach Ihrer Chipkarte fragen. Ich darf die Chipkarte auch nicht einlesen, weil es kein Fall ist von der gesetzlichen Krankenkasse. Jetzt geht das Ganze nochmal los. Haben Sie so viel Zeit noch? Mama, ich will nach Hause.